Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit zwei neuen Burgern vom Burger King. Denn ich habe mir gedacht, ich teste mit euch den neuen Halloumi-Burger mit Beef und mit Chicken. Die habe ich gerade bei dem Lieferservice bestellt. Und die schauen wir uns gleich nochmal in Großaufnahme an. Beef oder Chicken, beides ist gleich teuer. Es gibt sogar auch noch eine vegetarische Variante. Da gibt es dann zweimal Halloumi auf dem Burger. Die Burger sind noch warm, gibt es seit dieser Woche, ich glaube sogar seit gestern bei Burger King. Und ich habe sie heute noch direkt bestellt, um sie mit euch gemeinsam jetzt mal zu probieren und zu testen. Und ich bekomme zum Glück gleich noch Besuch, denn zwei Burger King Burger am Abend passen auch nicht in meinen Ernährungsplan. Vom Junkfood Guru, der auch nicht existiert, der Ernährungsplan, aber ich achte halt immer so ein bisschen auf die Portionen und Kalorien. Zwei Burger am Abend kann ich mir nicht reinziehen. Dann würde ich hier bald in der Couch versinken. Deswegen gibt es hier einen kleinen Test und die Reste für die Gäste. Das ist jetzt wieder bescheuert an ihr Lieben, ne? Aber es ist mir ja ganz, ganz wichtig, dass man sich ja auch ausgewogen ernährt da draußen. Und ich euch nicht erzähle, dass ich jeden Tag hier mehr Fastfood essen würde, dann würde ich auch anders aussehen. So, jetzt schauen wir uns mal die beiden Burger an. Das hier ist der Chicken Halloumi. Krass, mit einer Barbecue-Soße, interessant. Beide Burger kosten gleich viel, habe ich schon gesagt. Der Chicken Halloumi Burger, der hat 659 Kalorien und der Burger mit Beef, der hat, rat mal, 808 Kalorien. Also Chicken macht hier schon einen Unterschied. Und jetzt chicken wir mal die Großaufnahme, ihr Lieben. So, hier haben wir den Halloumi Burger mit Chicken. Da sind Tomaten drauf, da sind Zwiebeln drauf. Ich bestelle die immer 1:1 ganz normal, wie sie aussehen sollen. Und deswegen landet hier auch meine Zwiebel drauf, auch wenn ich keine Zwiebel mag. Die kann man bei Burger King aber immer ganz gut entfernen, finde ich, weil es halt so große Zwiebeln sind. Das Halloumi-Patty, das geht total hier, sag ich, habe ich jetzt Patty richtig gesagt? Also das, der Halloumi-Käse, die Käsescheibe, die geht hier leider total in dieser Barbecue-Soße unter. Die erkennt man fast gar nicht mehr, aber sie ist drauf. Schaut mal. So sieht der Halloumi-Käse von unten aus. Nur die Barbecue-Soße, die ertränkt ihn so ein bisschen. Aber immerhin macht Burger King auch genügend Soße drauf. Das ist ja manchmal bei McDonald's immer so ein bisschen trockener, meine ich, ja. Hier ist die Beef-Variante und hier ist die Chicken-Variante. Und ich bin gespannt, ob der Käse auch so schmeckt, wie ich ihn kenne. Ihr Lieben, es ist so eine Herausforderung, diesen Burger zu essen. Also es ist so Sapschigkeit hoch 10, die Soße, sapsch, der Burger schmiert, ist aber auch geil, ja? Jeweils zu viel oder zu wenig Soße. Halloumi, auch als Quietschkäse bekannt, finde ich mega geil. Kennt ihr vielleicht auch aus dem orientalischen Bereich, Halloumi ist ein ganz beliebter Käse. Ich liebe Halloumi. Wer noch? Schreibt es in die Kommentare. Und Burger King, meine Fresse, die machen einen richtig geilen Halloumi. Das können die wirklich. Mmh. Oh mein Gott, ey. Es sapscht, es läuft. Es ist der Wirtenalarm. Im ganzen Bad klebt der Burger, die Tomaten flutschen hier durch die Gegend. Das ist ein echter Burger-Porno und vielleicht auch hier ein Bart-Porno beim Junkfood-Guru. Geschmacklich, mit den Chicken super lecker, nur die Barbecue-Soße, ja. Hatte mir auch schon Fauli Pauli auf Instagram geschrieben, der hat den Burger auch schon getestet, ein Kollege, Junkfood-Guru-Abonnent, der sagte mir, die Barbecue-Soße erschlägt so ein bisschen den Geschmack und da hat er recht. Ist ein bisschen zu kräftig. Eine leichtere Soße mit weniger Eigengeschmack würde diesem wirklich mega leckeren Halloumi-Käse zugutekommen. Mit Chicken eine geile Kombi. Schauen wir mal, wie es mit Beef schmeckt. Also der Chicken ist wirklich lecker. Der fällt mir sehr gut. Ich trage hier gerade die Zwiebelringe von A nach B. Falls ihr euch fragt, was der Junkfood-Guru gerade macht, während er nicht in die Kamera guckt. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu groß, ihr Lieben. Aber boah, das ist echt die Sapschigkeit auf 10. Hier sehen wir aber nochmal ganz, ganz schön, dass dieser Halloumi nicht nur angedeutet ist, sondern auch wirklich existiert, sehr groß ist und auch sehr
Auch so lecker schmeckt. Chicken war gut. Beef gefällt mir noch besser. Beef mit dem Halloumi. Geil. Finde ich richtig lecker. Ich habe auch immer so ein kleines Problem, ihr Lieben. Ich mache ja diese Videos immer, wenn ich Hunger habe, ja. Deswegen finde ich fast alles geil. Nein, aber der Burger ist wirklich sehr gut gelungen vom Burger King. Ehrlich. Also Chicken Halloumi bekommt 8 Punkte mit einer passenden Soße. Mit einer leichteren Soße wäre der locker eine 9. Und hier der Halloumi mit dem Beef, der bekommt echt, den fehlt ja auch die passende Soße. Die Barbecue-Soße harmoniert nicht so schön. Ich finde ihn wirklich lecker. Und man kann es sehen. Mit Beef 9. Mit einer richtig, noch einer geileren Soße wäre das locker eine 10. Und das ist auf meiner Burger King McDonald's Skala. Also ich dachte immer, oh Gott, wie kann man so einem Burger King Burger der 9 oder 10 Punkte geben? Das ist meine Burger King und McDonald's Skala. Das ist meine Relevanz. Wenn man irgendwo einen anderen Burger isst, jetzt in so einem richtigen, in einem anderen Burgerladen, ist das natürlich auch eine ganz andere Wertigkeit. Ich mache halt pro Kategorie eigene Skala. Also jetzt hier Burger King, McDonald's, KFC Skala. Wenn ihr jetzt seht, ihr 9 bis 8 Punkte, das ist immer auf Burger King und McDonald's angepasst. Also in dieser Kategorie, dass ihr das wisst. Also wisst ihr, wenn ich Burger King hier bewerte, McDonald's bewerte, KFC bewerte, dann niemals in Relevanz mit einem anderen Burger, weil ein Burgerladen halt so individuell sein kann und manchmal auch so richtig geil ist. Deswegen bewerte ich die Burger King und McDonald's und KFC Burger immer in ihrer eigenen Fast-Food-System-Gastronomie-Welt. Wow. Habe ich es gut erklärt oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bekommt der 9 leckere Fastfood-System-Gastronomie-Punkte vom Junkfood-Guru hier mit Beef. Finde ich richtig lecker. Habt ihr gut gemacht, Burger King. Nur eine andere Soße drauf und dann ist der Burger perfekt. Und der Chicken bekommt 8 Punkte, ihr Lieben. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren für weitere Informationen und noch mehr Videos und Burger-Tests und Süßigkeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.